1980 haben wir das Auto eingesetzt. Und wo wir die Autos eingesetzt haben, angefangen, wie vorhin gesagt, mit Solder, sind wir einfach zurechtgekommen und da haben wir uns etabliert. Auch das, was wir gewonnen haben, auch auf dem Nürburgring, hat uns natürlich auch begeistert, das Ganze. Wir müssen unbedingt die Meisterschaft gewinnen. Weil, jetzt kommen wir zurück wieder auf Cesare Fiorio, hat er zu uns gesagt, ja, ist schön und gut, aber was machen wir jetzt mit der Rechnung? Und der Schneider, der war natürlich, ja, was Zahlen anbelangt, gesagt, von uns keine Kohle. Also, dann machen wir eins, sagte Cesare Fiore. Ihr könnt das Auto einsetzen, ihr kriegt alles, was ihr wollt. Ihr kriegt auch einen Ingenieur mit. Wenn ihr die Meisterschaft gewinnt, könnt ihr alles behalten. Gesagt, getan. Wir haben natürlich die Meisterschaft gewonnen, da haben wir alles behalten dürfen. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Danke, dass ihr schon wieder mit dabei seid. Am Montag gab es ja erst die vorletzte Folge meines Walter Röll Spezials. In der XXL-Folge geht es um seine Zeit bei Audi. Und auch die Wege meines heutigen Gastes haben sich einige Male mit denen von Walter Röll gekreuzt. Auch wenn er sein Berufsleben eher der Rundstrecke gewidmet hat. Die Rede ist von Ignacio Dinotto. Und ich weiß schon genau, dass diese Folge sicher von zahlreichen Rennfahrern, die er zeitlebens betreut hat, gehört wird. Er war der erste Rennmechaniker zum Beispiel von Rainer Braun. Danach konnte er sich vom Talent des leider viel zu früh verstorbenen Hans-Georg Bürger überzeugen. Der hat ihm die Tür zu BMW geöffnet. Wo BMW drauf stand, war GS damals nicht weit weg. Und so kümmerte er sich eines Tages auch um den Lancia Beta Monte Carlo von Hans Heyer in der deutschen Rennsportmeisterschaft. GS wurde eines Tages von Walti Brun aus dem Konkurs übernommen und dann ging es im Berufsleben meines Gastes mal so richtig los. Wie er dann irgendwann auch noch bei AMG gelandet ist, das soll euch dieser unglaublich charmante Italiener am besten selbst erzählen und danach werdet ihr wissen, warum sein Name schon so häufig in meinen Folgen gefallen ist. Hier ist für euch die Glücksritterreise durch die deutsche Rennsportgeschichte. Hier ist Ignacio Iggy Dinotto. Die Sache ist so, dass wir 1965 nach Deutschland gekommen sind. Papa war schon hier in Deutschland und dann hat die Mama gesagt, entweder kommst du nach Sizilien oder wir kommen noch. Und der Papa hat gesagt, nein, ihr kommt auch. Also da sind wir nach Mainz gekommen. Okay. Und Mainz haben wir natürlich die Schule besucht, die italienische Schule ein Jahr und danach die deutsche Schule. Mhm. Nachdem wir 8. Klasse haben wir dann Abgang gemacht, sage ich mal, und dann sind wir ins Beruf gegangen. So, wo wir gewohnt haben, war natürlich gegenüber von Alfa Romeo, eine Werkstatt. Und Mainz-Finden wahrscheinlich auch noch. In Mainz-Kastell war das. Ach so, Mainz-Kastell, ja, Mainz-Kastell. In Mainz-Kastell. Haben wir dort gewohnt dann, nachdem wir hier angekommen sind, wie gesagt. Und derjenige, wo wir gewohnt haben, das war der Scherer. Und er hat zu mir gesagt, was willst du? Automechaniker werden? Das kannst du vergessen. Das geht nicht. Weil die Zukunft ist Elektrik, Elektronik. Das hat er schon gesagt. Das hat er mir gesagt damals. Du sollst Elektriker werden. Dann habe ich mich überreden lassen. Ich sage, gut, okay. Also, dann habe ich mich erst mal beworben beim Alfa Romeo. Und dann habe ich mich überreden lassen. Dann bin ich bei einer Firma in Mainz-Kastell, habe ich meine Lehre angefangen. So, und die Lehre als Lehrling damals, Elektrowerkzeuge waren natürlich rar. Und da war ich bei der Firma Erdal, sagt ihr was? Ja klar, die Schuhcreme, ja klar. Ja, dann haben wir Installation gemacht und im Keller Hammer und Meißel. Und dann haben wir aufgekloppt die Wände. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das kann ich nicht machen. So. Und nach 3 Monaten habe ich dann gesagt, tut mir leid, ich komme nicht mehr, das ist nichts für mich. Und dann bin ich zum Fox, Günter Fox gegangen. Er hat gesagt, ich bin wieder da. Was glauben Sie, darf ich nochmal antreten? Oder? Ich sagte, ja, wenn du am Montag nicht um 8 Uhr da bist, brauchst du nicht mehr zu kommen. Also Auto Fox, der Alfa Romeo Händler. Genau, Alfa Romeo Händler. Ja. Und da war ich um 8 Uhr da. Und dann hat es so angefangen, dass ich dort die Lehre gemacht habe. Nachdem ich die Lehre gemacht habe, habe ich als jüngster Mechaniker von allen die Werkstatt geführt. Okay. Ohne Meisterbrief,
sagte, du führst die Werkstatt da drin, der Meister haben wir vorne, wenn was ist, dann ist er immer da. Ja, und du kannst mit den Leuten super umgehen. Also du führst da mal 8 Leute drin, dann habe ich die Autoverteiler als jüngste Mechaniker. Okay. So. Und wie gesagt, meine Leidenschaft war ja natürlich, ja, so viel wie möglich von der Technik mitzunehmen. Mhm. Und dann ging es natürlich nach Frankfurt, die ganze Lehre, die ganze Vergaseneinstellung, die ganze Eispritzpumpe, wie man das macht, hast du so Lehrgänge besucht. Alpha Anfang der 70er. Ja, genau. Anfang der 70er. Obwohl eins muss man sagen, im Ausstellungsfenster hatten wir oder hatte der Fox ein GTA 1300 gehabt, wo die früher Bergrennen gefahren sind. Okay. Und dann das Bergrennen ist natürlich ein bisschen... Bis es zurückgegangen und dann hat es geheißen, gut, okay, dann machen wir kein Rennen mehr, also konzentrieren wir uns auf die, in der Werkstatt. Ja, und irgendwann kam ein gewisser Steinmetz, kennst du auch? Ja, der Opel-Tuner, ne? Und dann war der Chef von Alfa Romeo Frankfurt, okay. Niederlassung. Okay. Da hat er zum Günther Fort gesagt, Günther, wir müssen Alfa Südpokal mitfahren. Wie, also wenn du Geld gibst, dann fahren wir. Ja gut, die haben sich geeinigt und dann haben wir erst mal ein Auto eingesetzt. Das heißt, also bevor er sich geeinigt mit dem Steinmetz, dass er kommt, dass wir kommen mit einem Auto nächstes Jahr und wir bekommen die ganzen Teile von ihm. Das heißt, Alfa Südpokal heißt es, du hast ein gewisser Anteil von Teilen und die musst du im Auto einbauen. Und nichts anderes. Du darfst am Auto nichts machen. Nur, okay. Nur die Originalteile, ne? Nur die Originalteile, was das Werk dir gibt. Ja. So, und das haben wir auch gemacht. Und ja, und es ging ja, ja, kann ich mal so schlecht. Wer waren die Fahrer bei euch? So, die erste Fahrer, das war der Rainer Braun. Und der Karl Fix. Kennst du den Karl Fix? Nee? Ich weiß nicht, was er macht. Nee? Damals hat er Renault 5 gefahren. Und der Rainer Braun, der war immer der feine Mensch. Weißt du, der feine Rennfahrer. Ja. Du weißt damals, ob das der Rainer war, ob das der Karl Fix war, ob das alle möglichen waren von dem Renault Cup. Habe ich dann später kennengelernt, wie Hans-Georg Bürger oder Christian Danner. Die sind alle mit dem Renault 5 Pokal gefahren und wir sind Alfa Sud gefahren. Na gut, dann haben wir natürlich die 2 Autos fertig gemacht für den Rainer Braun und Karl Fix. Und die haben natürlich gesagt, ja, aber Alfa Sud Pokal fahren wir, aber Priorität ist Renault 5. Mhm. Weil die haben einen Vertrag mit Renault 5 und da sind sie praktisch 2 Rennen sind sie nicht gefahren mit uns, sondern mit Renault. Mhm. Und bei uns ist gefahren der Manfred Winkelock und der Bergmeister. Das war ein guter Ersatz für die beiden, oder? Und der Günther Fox hat zum Manfred gesagt, Manfred, der stört uns. Der ist zu nah dran an die Meisterschaft. Ah ja, ich gucke danach. Okay, sagt er. Ja, und da sind wir die 2 Rennen gefahren mit Bergmeister und Winkelock. Das war wirklich eine spannende Sache. Du hast dich kaputt gelaufen. Vor allem in der Winkelock, wenn der natürlich ja, also in den Kampf gegangen ist, da hat er nichts gekannt. Weißt du, da ist er durch das Auto durch. Nein, aber er hat sich im Rahmen gehalten. Und ja, und so kam mit dem Manfred und mit dem Bergmeister auch so eine gewisse Freundschaft. Du hast im Rennsport ist ja hast du schnell da die Bekanntschaft und das hält auch sehr lange, sage ich mal. Egal wo du dich gesehen hast, hast du dich immer daran erinnert. Ja, war super und wir haben dieses gut eingeteilt, die ganze Geschichte. Und dann, nachdem wir dann das eine Jahr gefahren sind, das war 74, sind wir 75, natürlich mit der breiten Version gefahren. Mhm. Breite Version, Kurzwühlverbreiterung, breite Reifen für den Alfa Sud Sprint. Aber wir setzen die Autos ein, sagte Günther Fuchs. Aber nach der Arbeit. Es muss die Werkstatt gemacht werden. Und abends könnt ihr die Autos fertig machen. Ja, aber alleine kann ich das nicht machen, habe ich gesagt.
Ich brauche einen zweiten Mann. Ja, dann sucht keiner raus. Und gucken mal, wer. Und da war ein Stefano, wo bei uns auch gearbeitet hat. Und der hat mir geholfen. Da haben wir das zu zweit die Autos gemacht. So, die Kotflügel, die müssen ausgeschnitten werden. Vorne ist kein Problem, schneidest du aus, dann machst du die Kotflügelverbreiterung, Nieten drauf, nicht verspachteln, nur Nieten. Das war Vorgabe. Hinten natürlich ja ausschneiden, dann musst du es ausschneiden. Und dann Blech, untere Blech, obere Blech, Autogenschweißgerät und das selber geschweißt. Punkt für Punkt. Das erste Mal war Wellerform, das zweite Mal war besser und das dritte Mal war schon perfekt. Musst du schon wissen, wo du anfängst, dann ist okay. Okay. Gut. Und dann sind natürlich die Autos von der Karosse fertig gemacht worden und da sind die natürlich auch bei uns auch lackiert worden. Wir haben auch Lackiererei gehabt. Mhm. Und das war gut. Und da kam natürlich nicht der Rainer Braun mehr in Frage, sondern der Joe Weber ja. aus Kempten. Ja. Also, Joe Weber war natürlich auch ein feiner Kerl. Mhm. Und auch gegenüber den anderen auch super schnell. Und dann hatten wir 75 angefangen, 75 haben wir angefangen, die deutsche Meisterschaft zu fahren. Insgesamt 9 Rennen. Der erste Motor, weil das ist der Motor, da konntest du was machen an dem Motor. Und der ist in München Gladbach gemacht worden. Mhm. Also den Motor haben wir gemacht und dann haben wir dann eingesetzt. Und da sind wir gefahren und fast jede Rennen gewonnen. Irgendwann nach dem dritten Rennen kam der Steinmetz zu mir. Ignazio, ich selekte das Auto. Du hast irgendwas scheiße gebaut. Ich sage, wieso? Nein, nein, bei mir ist alles gut. Ich sagte, nach dem Rennen zerlege ich das Ding. Kein Thema. Ich tue alles vorbereitet. Wieder gewonnen, das vierte Rennen. Und wir waren in der Mannschaft ganz oben mit Joe Weber. Also, Auto zerlegen. Stoß den wir raus. Weil sie waren von Speaker mit den Zug- und Druckstufen, war alles drauf gestanden und so weiter. Die müssen original sein. Ja. Und das war alles original und alles gut. Mensch, ich weiß ja nicht. Aber irgendwas, ihr seid einfach zu schnell. Carsten, wir haben innerhalb 5 Rennen die Meisterschaft gewonnen. Und das waren 9 Rennen. Aber am Auto war wirklich nichts gemacht. Nix. Okay. Gar nichts. So ein überragender einfach Fahrer. Einfach gut eingestellt, das Ganze, weißt du, und dann von dem Reifendruck und so weiter, das muss natürlich auch, damals war Vorgabe, aber wir haben natürlich auch damals auch die Temperatur gemessen. Mhm. Und dann geschaut, ja, wie ist denn das, und dann mit Luftdruck sind wir auch runtergefahren und so, dass es einigermaßen für ihn gepasst hat. Und der war auch so gut dabei. Und das war natürlich auch eine Sache, wo uns sehr stolz gemacht hat, innerhalb von Rennen von 9. Die Meisterschaft gewinnen sollen. Ja, klar. Ja, und das war einen kleinen großen Namen gehabt. Ne? Ja, genau. Das war richtig gut und da hat sich natürlich im Alpha-Geschichte schon rumgesprochen. Und dann hat Günther Voss gesagt: Ja, was ist, wenn wir mal die Europameisterschaft mal angehen? Ich habe gesagt: Herr Voss, aber das ist ein bisschen zu hoch für uns. Nein, wir versuchen das trotzdem. Also, da sind wir die Europameisterschaft gefahren, aber nur 2 oder 3 Rennen. Waren wir, im Mittelfeld waren wir, weil gegenüber die Franzosen, die Italiener, die sind ja alles Schlitzohr. Aber ich wollte gerade sagen, was war das? Technisch waren die nicht besser, die haben einfach nur vielleicht... Ja, die haben schon was gebaut, am Motor oder am Fahrwerk. Weißt du, die haben ja viel mehr Erfahrung gehabt. Und diese Leute, die diese Cup gerichtet haben oder eingesetzt haben, die Autos, die haben schon längere Erfahrung gehabt mit den ganzen Cup-Pokal, also Cup 5, Renault 5. Oder der Coupé, wo hinterher dann gekommen ist von Renault, wo ich hinterher dann den Massimo Sigala kennengelernt habe. Der ist in dem Renault 5 Turbo gefahren und den Renault. Und die in dieser Europameisterschaft habe ich die Leute schon mal gesehen. Okay. Und das war nicht schlecht. Und das war es dann mal versucht. Und dann irgendwann. In dieser deutschen Meisterschaft waren wir auf dem Nürburgring. Und da kam der Hans-Georg Bürger. Auch ein Riesentalent, ne? Rainer Braun. Der Junge, den müssen wir unbedingt fahren lassen. Dann haben wir das zweite Auto gemacht. Mhm. Und dann haben wir den fahren lassen. Und erste Runde kam nicht. Scheiße. Was hat er gemacht? Hat das Auto weggeschmissen oder was? Der steht irgendwo in Brünchen. Oder Dettinger Höhe,
Irgendwo ist er gestanden, Axwell ab. Aber super schnell. Dann haben wir die Verbindung dann gehabt. Das war fast die letzte Rennen, wo wir gehabt haben, wir mal versucht. Und dann kam der Hans Görg zu mir und er sagte, du Ignazio, ich habe einen Vertrag bekommen. Von wem? Von BMW. Ah, oh, was? Ja, aber das Problem ist, ich brauche einen Mechaniker. Ich sag, was heißt das? Da muss ich nach München fahren. Nein, nein. Viel besser, wir fahren nach Freiburg. So. Dann ich gesagt, gut, okay, lass uns das mal anschauen. Dann bin ich runtergefahren mit meiner damaligen Freundin und dann haben wir geheiratet später. Dann sind wir nach Freiburg gefahren, haben mir das angeschaut. Das war natürlich auch so ein Aufbau von meiner Rennsportfirma, wo den Rennsport nicht gemacht haben bis dahin. Mhm. GS, haben, ne? GS. Sie haben die ganzen Teile von Pfalz haben sie gekauft. Okay. Und der Schneider der hat gesagt, gut, okay, dann setzen wir die Autos ein, ist doch kein Problem. Das waren alles 320 Gruppe 5. Mhm. Und ich war innerhalb von 14 Tagen war ich in Freiburg. Und also du hast... Gekündigt sofort. Ja. 14 Tage später war ich in Freiburg. Der Fox, kannst du dir vorstellen, der war auf Anschlag. Du kannst es, das geht nicht, du kannst es nicht machen. Du hast ja alles hier, willst du mehr Kohle haben? Er hat gesagt, nein, ich will da runter Rennsport machen. Hatte ich der Rennsport gehabt, ja. Rennsport, ja. Ja, gut, dann sind wir unten angekommen und erste Aufgabe, 3:20, vorbereiten für das erste Rennen in Zolder. Das war immer das erste Rennen. Gut, okay, das war natürlich eine ganz andere Geschichte mit... Von Alpha Sud auf ich wollte gerade sagen, Gruppe 5. Das war schon richtig ein Kavenzmann. Ne? Ja, genau. Räder und alles möglich, aber ich sage mal, habe ich mich von meiner Seite, sage ich mal, sehr gut etabliert, also eingestellt gegenüber auch die Kollegen, die waren auch sehr fair. Und der Motor damals für den 320er haben wir vom Hans Randlinger bekommen. Randlinger hat die ganze Formel 2 Motoren gemacht, auch für den Werk. Dann haben wir die Autos vorbereitet und da war ein Jägermeister-Auto da gestanden, aber Lenkung auf die falsche Seite. Nicht links, sondern rechts. Ich habe gesagt, ja, was passiert da? So fest? Fährt er woanders oder so? Ich sagte, nein. Wir setzen ein Motor ein. Ein Turbomotor, weil die anderen BMW Gruppe 5, die waren ja Sauger. Ja. Haben sie zu mir gesagt, das ist ein Motor, der 1400 Kubik hat, ein Turbolader ist und das ist Entwicklungsstufe für die Formel 1. Und BMW will einfach ausprobieren, wie geht der Motor, was macht der Motor, in der Drehzahl. Und die wollten nur kein Rennen gewinnen, die wollen nur wissen, funktioniert das Ding oder nicht. Mhm. So, und dann derjenige, der dieses Fahrzeug gemacht hat, diese 320er Gruppe 5 Jägermeister, das war der Franz Bucher, verreckter Hund. Der hat dann das Auto wirklich Tag und Nacht geschafft. Der hat dann das Auto, das war ein Sechsganggetriebe von Colotti, der hinten andersherum gelaufen ist, gedreht hat. Also das ist der Sechsgang, ich meine, wir haben die fünf Gänge gehabt von BMW und der Sechsgang von Colotti ist hinten, als ich verkehrt rumgedreht. Also wie machst du das mit der Hinterachse? Weil die Hinterachse, dann fährst du sechs Gang rückwärts und einen Gang vorwärts. Der verrückte Kerl, der hat die Teller und Kegelrad praktisch gedreht. Er hat alles gebaut, alles gedreht, alles gefräst, alles selber gemacht. Und das Ding hat funktioniert, das Ding ist gelaufen, das Ding ist, war wirklich von dem Getriebe, von dem Hinten, von der Hinterachse, war wirklich nicht kaputt, auch mit dem Power, der gehabt hat, der Motor. Und der saß rechts wegen der Abgasgeschichte beim Motor, oder? Markus Höttinger, damals der Fahrer, der saß rechts, weil auf der linken Seite der Turbo war. Ja. So, und da haben wir die Geschichte gehört vom Hans Stuck, Schnitzer, Lenker auf der linken Seite, Turbo auf der linken Seite. Mhm. Und dann mussten die Füße... im Wasser gekühlt werden. Also das war wirklich so heiß, dass man die Pedale nicht anfassen konnte oder nicht antippen konnte. Er hatte natürlich auch stärkere Sohlen gehabt damals, also die haben schon viel versucht, dass es nicht so heiß wird. Aber trotzdem, um das zu vermeiden,
haben sie den Sitz vertauscht. Lenkung, alles. Du hast ja, wo hast du es bekommen, die ganzen Teile? Damals war ja alles selber drehen und alles selber umdrehen. Und das war richtig der Fuchs, der Franz Bucher. Ich habe immer noch Kontakt mit ihm. Okay. Ja, ja. Okay. Wir haben uns getroffen vor drei oder vier Jahren, glaube ich. Drüben in Städten, wo wir gewohnt haben, da ist er mit seiner Frau gekommen. Ja, ja. Aber immer noch so verrückt. Verrückt in den Sinn, er ist ein Tüchtiger. Weißt? Ja, so genial. Ne? Schraubt er noch? Also zu Hause, ja. Ah, ja, okay, alles klar. Zu Hause macht er Kleinigkeit. Aber sonst nicht. Auf jeden Fall, wo wir hingefahren sind mit dem Ansgar Bürger, egal wo wir hingefahren sind, hat er alle, die wo mit Turbomotor gefahren sind, alle die versägt. Ob Sauger. Das der Braun war, der war ein Journalist von Rally Racing, kann das sein? Rainer Braun jetzt? Nein. Ach so. Das ist ein anderer Braun. Nee, weiß ich nicht. Ich komme noch auf, okay. auf den Namen. Und der ist auch der Fruit of the Loom, 320er gefahren. Mhm. Und dann kam einer aus Freiburg mit dem Ford Turbo, der Mario Ketterer, der Hans-Georg Jürger, alles überholt, die war immer voraus. Und dann war natürlich die Schnitzer, die waren schon ein bisschen, okay, Turbo kann sie nicht mit dem Sauger. Mit Alten auf der Gerade, da sind sie weggefahren. Und aber dazwischen, ja, klar, ja. Das hat er die immer gehabt. Und wer ist da gefahren? Da ist dann natürlich vier Schnitzer der Winkelock gefahren. Okay, das waren Rennen, wo man sagen kann: Okay, wir haben uns durchgekämpft, dass wir nicht gewinnen konnten, sage ich mal. Das war von uns aus klar. Und das war das Jahr 79. Mhm. Wo wir da eingesetzt haben, weil bis 78 war ich beim Autofox und dann 79. Wie hast du eigentlich den BMW so schnell gelernt? Bist du da irgendwie ins Werk und hast dir das erklären lassen? Du einfach so angefangen zu schrauben? Ja, ich habe gesehen, wie die Jungs und die Mitarbeiter, Kollegen, sage ich mal, nicht Mitarbeiter, sondern Kollegen, das alles select haben und gemacht haben. Dann guckst du, war die Technik, also wenn du das jetzt so vergleichst, Alpha und BMW, war das schon ein Sprung weiter, aber du hast natürlich irgendwie auf der einen Seite ein Alpha Sud und auf der anderen Seite ein Gruppe 5 Auto, kann man vielleicht auch nicht so richtig vergleichen. Genau, du musst aber denken, das ist ja praktisch ein Vierzylinder-Motor, ein Reihenmotor. Und der Reihenmotor haben wir bei Alpha gehabt, nicht bei Alpha Sud, sondern die normale Alfa Romeo Motoren. Das sind ja Vierzylinder, zwei Nockenwelle oben, Liter, ja. Also von vornherein bist du schon auf der Ebene, wo du sagst, wenn du die Ventilspiel messen und einstellen willst, du weißt, was da für eine Technik dahinter ist, musst du komplett zerlegen, musst du haben. Und so war das praktisch mit dem Motor. Aber am Motor haben wir nichts gemacht, weil der Hans Randling hat für uns die Motoren gemacht. Okay. Weißt du? Okay. Und dann haben wir das ganze Chassis gemacht und die ganze, wenn der Unfall gewesen ist oder wenn was zum Schweißen war, oder Karosserie, wenn du irgendwas, einen Einlass gemacht hast, musst du es alles selber machen. Ja. Selber laminieren. Und so habe ich dann angefangen, die Sachen kennenzulernen, mit dem Glasfasergeschichte umzugehen. Lackiert haben sie bei uns, war eine große Lackiererei in Gundelfingen, da haben sie uns die Sachen noch lackiert. Aber ansonsten, weißt du, die Interachse ist überall das Gleiche. Mhm. Baust du ein, du weißt ganz genau, Interachse, Übersetzung, das und das. Da war ein Werkstattmeister da, der uns natürlich auch gesagt hat, du, für die und die Strecke, da müssen wir das und das einbauen. Mhm. Da hat die Ersatzteile da gehabt von Pfalz und dann hatten wir die Teile eingesetzt. Alles. Okay. Ja. Und dann hatten wir einen LKW gehabt, wo wir die zwei Fahrzeuge reingemacht haben. Also kein LKW wie heute. Das ist ja purer Luxus jetzt. Aber damals, auf jeden Fall, Hans-Georg Bürger, egal wo wir gefahren sind, alle auch. Und dann natürlich Formel 2 und Markus Oettinger, genau das Gleiche. Und da sind wir natürlich ja auch so durch das ganze Jahr durchgefahren bis zum Jahresende. Und dann als Geise. Wir bekommen wahrscheinlich, der Schneider, einen Vertrag von Lancia. Hui, ich sage, super, geil. Ja, da müssen wir aber runterfahren. Da muss als Dolmetscher. Oh, perfekt, gut, machen wir. Da bin ich mit dem Schneider runtergefahren nach Zürich. Das hat geschneit in der Nacht. Nächsten Tag runtergehen. Und da sind wir in Italien auf der Autobahn, der nicht geräumt auf Schnee. Sagen Sie mal, wieso fahren Sie so schnell?
Der Steiner hat immer so gesprochen. Ja. Das ist ja viel zu schnell, wie Sie fahren. Fahren Sie mal langsam. Okay, gut. Gut, da sind wir irgendwann in Turin angekommen. Turin war auch eine Geschichte, da war der Cesare Fiorio, damals der Chef. Also auf jeden Fall sind wir dort angekommen und ein großer Raum, Besprechung, und alles übersetzt, wie wir das machen, wie wir das machen könnten. Wir kriegen die ganzen Teile, wir müssen aber zu Dallara hinfahren, das Auto aufbauen. Und wir waren noch nicht mal richtig fertig mit dem Ganzen. Wer kommt rein? Domingo. Domingos Piedad. Und Walter. Und es ging um den Lancia Beta Monte Carlo. Ne? Genau. Ja. So, und der Walter, der ist dann mit dem 131er Mirafiori Sport gefahren, noch damals. Ja. Und da sind sie reingekommen und haben uns gegrüßt. Dann habe ich den Walter kennengelernt und den Domingo. Und dann haben wir uns geeinigt, oder der Chef hat sich dann mit Cesare Fiorio geeinigt. Der Domingo ist natürlich eingesprungen und sagte, ja, ist ja verständlich, ich kann euch unterstützen und das machen wir. Und ich werde mich freuen, wenn ich bei euch mal komme. Auf jeden Fall, Verbindung ist da. 1980, Einsatz, DTM, Deutsche Meisterschaft. Also, dein Eistest brachte über den Winter, runterfahren nach Varano, dem Melegari. Und Auto aufbauen. Da waren wir drei Monate unten. Drei Monate waren wir unten im Winter. Dann haben wir unser Beta Monte Carlo aufgebaut. Mit den ganzen Jungs von Abarth. Da waren die auch da unten. Die haben den Lancia Beta Monte Carlo gemacht für den Langstrecken. Mhm. Und wir haben den kleinen gemacht für die DTM. Hast du den Carlo Abarth da auch mal kennengelernt? Nein. Nein, okay. Schade, weil damals war ja schon fast am Ende was mit Carlo Abarth. Das war ja. Das haben sie uns gesagt, sagt er, da ist die Werkstatt, wo Carlo Abarth alles gemacht hat, aber es lief nicht so viel. Ja, okay. Auf jeden Fall dort angekommen und die Jungs da von Dallara, ob das der Italo Montanari war, der ist der Ingenieur oder l'Ingegnere Dallara, super netter Mensch, also wirklich, den habe ich, dann habe ich dann angerufen, vor 6 oder 7 Jahren habe ich angerufen und der hat sich ja so gefreut, der hat sich sofort erinnert, echt wahnsinnig. Nee, vor allen Dingen, das ist in Erinnerung geblieben an alle, was für eine Truppe waren in Deutschland. Mhm. Weil wir sind auch, sage ich mal, nicht einfach losgelassen worden, sondern da waren die hinterher. Ja. Wir hatten einen Ingenieur gehabt, der uns betreut hat. Auf jeden Fall Auto fertig gemacht, Auto fertig komplett fertiggestellt und dann kam der Hans Heyer, da haben sie einen Vertrag abgeschlossen mit Schneider mit einem umgebauten Bus. Weißt du, die Busse, was da rumfahren, rechts und links alle Scheiben, unten Werkzeugkiste und das Auto stand praktisch voll im Fenster. Hinten hat er eine Hebebühne, eine hydraulische Hebebühne eingebaut. Und da konnten wir das Auto transportieren. Die ganzen Ersatzteile unten drunter alle. Und das hat der Hans Heyer? Nee. Das hat der Hans Heyer gebaut gehabt damals und hat er uns zur Verfügung gestellt in Freiburg. So, und dann kannst du dir vorstellen, wenn die Leute vorbeigefahren sind auf der Autobahn, auf einmal sind die nicht mehr schneller geworden. Die haben wir vollgebremst. Was ist das? Weil damals, ich meine, wann hast du die Renner das gesehen? Ja, natürlich. Und das war schon eine Show immer, wenn wir unterwegs waren. Vorne konntest du immer drehen, heute ist alles elektronisch, vorne drehen, da hat er sogar die ganze Rennstrecke aufgedruckt gehabt. Da konnte er immer sagen, ja, wohin geht's? Ach so, das Schild, wo sonst die Straßen standen, ja, okay. Ja, und so sind wir dann natürlich gefahren. Natürlich, ob das die erste Rennen Zolder war immer der Start, Zolder. Mhm. War nicht schlecht, sage ich mal, mit einem kleinen Auto, vor allem Auto zu fahren, vor allem vor der ganzen Konkurrent. Und das war ein Genugtuung für uns, dass wir gesagt haben, auf Anhieb funktioniert das Ganze. Ich meine, das war ein Auto, wo entwickelt worden war von Dallara und das hat ja funktioniert, sage ich mal. Mhm. Aber so mit unseren Reifen, mit unserer Mischung, was wir gehabt haben, das ist ja ganz anders, als wenn du auf die Rallye bist oder lange Strecke fährst irgendwo anders. Auf jeden Fall, der Pirelli-Chef, das war der Englert. Der hat uns sehr gut betreut, immer wirklich, was Ware anbelangt, also Reifen anbelangt. Das war Pirelli,
Pinzero waren auch immer das gleiche Name, sagen wir, wie auch heute, sagen wir. Und die waren zwei Mischungen, in und außen. Mhm. Und das hat ja auch gut funktioniert. Auch Reifen oder trocken, also Regen oder trocken, sind wir immer gut zurechtgekommen. Vor allen Dingen der Hans, der war ja so happy mit dem Auto. Ja, nicht nur happy, der war ja auch eigentlich fast vom Ehrgeiz zerfressen, weil er natürlich jetzt seinem alten Team Zaxby zeigen wollte, wo er ja eigentlich ungewollt ausgetauscht wurde. Genau. Dass er jetzt. Mit dem Klaus. Genau. Dass er, genau. Und jetzt wollte er unbedingt alles zeigen. Messer zwischen den Zähnen. Also er gilt ja immer so ein bisschen als einer, der auch so ein bisschen noch schraubt selber, oder? Er ist ganz wilder. War das so? Wenn du nicht gehalten hast, dann hat er selber geschraubt. Und ich sage euch, das muss das und das und das ist das. Und hier, hatte ich immer aber er hat auch wirklich Ahnung davon. Ja, ja, das muss man auch sagen. Auf jeden Fall. Ja. Und wir natürlich mit unserer Tabelle und die ganze Übersetzung. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir für Ersatzteile gehabt haben. Wir haben mehr Ersatzteile gehabt als das Team, wo im die WM-Läufe gefahren sind. Was Getriebe anbelangt, was Karosserie anbelangt, was egal was. Ich habe denen gesagt, wir brauchen die Teile. Und da war der Pondaluigino da, bei uns als Ingenieur, und gesagt, Luigi, wir brauchen die Teile. Ohne diese Teile, was denkst du, mein Chef sagt, wir haben die Teile nicht bekommen von Lancia. Der macht den Kopf kleiner. Er sagt, ja, ich gucke mal, ich schaue mal, ob das Kupplung sind, Ausdrucklager oder alle möglichen Sachen, Radträger, Radlager, also alles, was du dir vorstellen kannst, das Auto in Ersatzteil. Alles da gewesen. Ja. Ja, und da fängst du natürlich an und dann erste Rennen, schön und gut, und jetzt? Muss man zerlegen, müssen wir schauen, was da ist und wie das ist. Und dann kommst du natürlich da hinterher und sagst, du zerlegst das Ding. Und dann fragst du natürlich auch unten beim Luigi, sagst du, Luigi, wie ist das, das und das und jenes? Und es ist ja nicht so, dass du ein Bild, ein Foto gemacht hast und runtergeschickt, sondern über Telefon. Und ja, da haben wir so. Und dann sind wir klargekommen. Und ich muss sagen, wir sind nicht einmal ausgefallen wegen Fahrwerkschaden oder wegen Radlager, das gefressen hat, oder wegen was weiß ich alles. Also war wirklich alles super gemacht und das ist eben das Engagement, was du mitbringen solltest, war so ein Einsatz mit Liebe zu machen, das Ganze. Einfach, dass du sagst, gut, okay, das habe ich auch gesehen, wie die Jungs das auch gemacht haben bei der Langstrecke oder bei der Lada, wie die Radlager zerlegt haben, wie die das zusammen gemacht haben. Das ist nicht einfach so, dass ein Radlager dann draufschmeißen, das ist, was sind das für Radlager? Damals, wo wir die alles zerlegt haben, sagte, das sind vom Hubschrauber, vom Propeller. Okay, ja. Die kriegst du nie kaputt. Aber da hast du tatsächlich bei den Italienern, also jetzt, wo du das gerade sagst, also da bringt ihr, glaube ich, vielleicht wirklich nochmal eine andere Leidenschaft teilweise mit. Und genau das, was du sagst, mit dem Herzen dabei sein. Walter schwärmt ja auch so von seiner Italienzeit, ja, beim Fiat. Ja. Also, das also, und das ist eben das, weil der Walter, der ist in ein Team angekommen. Oder sagen wir so, die Mentalität darfst du nicht vergessen, was wir haben. Hm. Die Mentalität, wenn du ein Fahrer bist und du kommst zu uns, du wirst mit begrüßt, wie als Bruder, wie ein bester Freund und, ja. Und du hast diesen Austausch auch, weißt du, mhm. Du hast mit niemandem einen Konflikt oder irgendwie, dass du irgendwas Böses sagst oder sowas, um Gottes Willen, das wird einfach gesprochen, wie die Sache läuft und wie sagen, und da wirst du akzeptiert, so wie du bist und der Walder, der war sowieso, ich meine, der Schnellste, der hat alle nass gemacht in der Zeit und mehr brauchst du nicht für die Jungs. Das wollen die haben. Wir hatten auch, wenn du den Walter jetzt angesprochen hast, wir hatten bei dem 1000 Kilometer Rennen auf dem Nürburgring, haben wir Jungs gehabt vom Rallye. Ich habe gesagt, was soll ich denn mit dem Mist hier? Rundstrecke. Das ist ja nichts für uns. Wir wollen Rallye, wir wollen Einsatz haben. Die Jungs, die waren einfach, wenn du jemanden gekappt hättest, weißt du, so, die machen nichts mehr. Also, die tun das Auto vorbereiten und die einsetzen und dann ist die Sache erledigt. Die waren immer unterwegs. Mhm. Und unter dem Auto, unter dem Dreck und was weiß ich. Das ist das, was die gebraucht haben. Mhm. Und das ist das, was der Walder natürlich auch den Jungs eigentlich hat. Ich meine, ob das die Fiat-Leute waren, ob das Opel-Leute waren, alle
Jungs, die wo unterwegs sind und wo mit Motorsport zu tun haben, sind alles auf einem Niveau. Habe ich aber auch mal gehört, dass die bei Walter gesagt haben, die hätten sich für ihn umgebracht. Da wird der, also weil der so das Team so mitgenommen hat. Ne? Ja. Wie war das nochmal, um da nochmal zurückzukommen, als der das erste Mal da reinkam mit seinem Manager damals? Ja. Was wollte er da oder wie habt ihr ihn da kennengelernt? Das war Zufall, oder? Nein, das war ein Zufall, weil der Walter, der war bei einem Test, das nächste Auto war das Lancia Beta Monte Carlo, wo er eingesetzt hat. Und die waren beim Testen und da sind sie vorbeigefahren. Ich glaube, Paul Ricard waren die oder irgendwo. Ja, okay. Und da sind sie praktisch nach Turin darüber gefahren. Oder waren die wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wo die waren. Auf jeden Fall sind die auf dem Rückweg da vorbeigefahren. So, okay. Und so haben wir uns kennengelernt. Und das war, ja, einfach der Start. Okay, aber hast du für ihn auch mal geschraubt? Nee. Nein, für ihn nicht. Okay, alles klar. Aber der ist für uns gefahren. Jetzt erzähle ich. Also, 1980 haben wir das Auto eingesetzt. DTM. DRM, Deutsche Rennsportmeisterschaft. Genau, DTM. Ja. Und wo wir die Autos eingesetzt haben, angefangen, wie vorhin gesagt, mit Solder und angefangen mit dem ganzen Equipment, was wir gehabt haben, sind wir einfach zurechtgekommen und da haben wir uns etabliert. Auch das, was wir gewonnen haben, auch auf dem Nürburgring, das war natürlich ja sehr schön, das und natürlich auch die ganzen Rennen, wo wir immer super gepunktet haben und gewonnen haben, sehr viele, hat uns natürlich auch ja, begeistert, das Ganze. Wir müssen unbedingt die Meisterschaft gewinnen, weil, jetzt kommen wir zurück wieder auf Cesare Fiorio, hat er zu uns gesagt, ja, ist schön und gut, aber was machen wir jetzt mit der Rechnung? Und der Schneider, der war natürlich, ja, was Zahlen anbelangt, von uns keine Kohle, sagte er. Also, dann machen wir eins, sagte Cesare Fiore. Ihr könnt das Auto einsetzen, ihr kriegt alles, was ihr wollt. Ihr kriegt auch einen Ingenieur mit. Wenn ihr die Meisterschaft gewinnt, könnt ihr alles behalten. Klingt nach einem guten Deal. Gesagt, getan. Wir haben natürlich die Meisterschaft gewonnen und haben alles behalten dürfen. Und das war auch gut. Ich meine, der hat ja auch keinen Verlust gehabt mit den ganzen. Ja, der hat natürlich diese Reklame für Lancia. Also die Leute, die waren ja wirklich immer auf der Bühne, sind sie gestanden. Ja. Und wenn du bedenkst, ob das Nürburgring ist, oder Hockenheim oder Norrisring, sag ich mal, weißt du, wie viele Italiener da waren? Ja. Es ist wahnsinnig. Und ich natürlich ein bisschen ausgeschaut wie ein Italiener, da sind die alle gekommen und dann immer gefragt. Ja, aber ist so. Schön, macht auch Freude sowas. Habe ich auch kennengelernt in Amerika, komm auch noch dazu. Wie gesagt, wir sind natürlich dann Ende des Jahres, wo wir das Rennen gewonnen, die Rennen gewonnen und die Meisterschaft gewonnen haben, konnten wir alles behalten. Mhm. Und dann ging natürlich für nächstes Jahr. Nächstes Jahr hat es geheißen, gut, okay, dann könnten wir auch das zweite Auto einsetzen. Von Cesare Fiore natürlich auch genehmigt, sagte, ja, das ist kein Thema, können wir machen. Teile kriegt er auch alles. Und da ist bei uns gefahren der Sigi Müller Junior. Sein Vater ist schon mal gefahren gewesen, aber er war ein junger Mensch, der auch kein schlechter Fahrer war. Der war ein durchschnittlicher Fahrer, der hat sich eingesetzt und der konnte auch dem Hans schon Paroli bieten. Schon nicht schlecht. So, wir hatten natürlich ja zwei Autos. Einmal Entwicklung 81 und einmal 80. 80 war natürlich, wie wir gefahren sind. Und 81 war Entwicklung von Dallara mit angesaugter. Also mit Unterboden, der Ground-Effekt. Ja, den Ground-Effekt, wo die Teile, wo eingebaut waren, durch den Sog oder durch den Unterdruck, sind sie nach unten gewandert. Haben sie sich noch verbogen? Ja, okay. So, da waren überall waren so Seile drin, dass sie nicht zu sehr unten waren. Dann haben wir das genau eingerechnet und rechts und links waren Keramikstückchen dran. Und das Ding hat sich angesaugt. Das Problem war, kein Power. Ja, okay. Und das Ding war langsamer als Der alte. Als der alte. Ja, du brauchst für den Ground-Effekt brauchst ein paar PS mehr, ne? Da brauchst du natürlich zum Beschleunigerversion und auch die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, brauchst du natürlich auch viel mehr. Und das war natürlich auch so eine Sache, bis wir dahinter gekommen sind, was kann das sein, aber dann sind wir schon, und dann haben wir das alles weggebaut auf Stand 80. Natürlich in der Zeit, Zack Speed hat nicht geschlafen mit Klaus Ludwig, haben sie natürlich auch den neuen Motor gebracht und der Capri.
wo natürlich ja. Der Thomas Ammerschläger hat euch auch nochmal aerodynamisch Gas gegeben. Ne? 50 bis 80 PS mehr gehabt, ja, wie wir. Und da hatte man keine Chance gehabt. Wir sind zwar, was sind wir damals geworden, Zweiter und Dritter, das war von der Meisterschaft hinter dem Klaus Ludwig, aber der war ja sowas von stark. Ja. Der Motor wahnsinnig. Du hast gesehen auf der Gerade, ja, ist einfach weg. Aber schöne Zeit, sage ich mal, das haben wir auch kennengelernt. Und ja, und auf den Rückhand hat der Gerd Schneider natürlich BMW immer noch in der Hand, M1. Hm. Wir müssen unbedingt M1 einsetzen. Hm. Ja, okay, und dann sind die Sponsoren gekommen. Domingo war natürlich, ja, was Sponsoren anbelangt, immer heiß dran, ja, immer, gut, ja, war immer der Größte. Und dann ist er natürlich gekommen mit dem BASF. Und was wir damals gehabt haben, auch mit dem, bei der 320er, war dieses Glissantin. Auch vom BASF. Mhm. Die zwei Sponsoren haben wir gehabt und dann natürlich Jägermeister mit dem 320er Rechtslenker. Ecki Schimpf. Genau. So. Auf jeden Fall, der Herr Schneider hat die BMW vom die M1 bekommen, gekauft und dann als Kaiser, wir dürfen die einsetzen bei der Proka-Serie. Proka-Serie, kein Thema, können wir einsetzen und Ansgar Bürger, pah. Es war wirklich ein wahnsinnig. Mhm. Egal, wer da gekommen ist, ob das der Stuck war oder der Holländer, die haben sich immer bekämpft, aber der war immer fair und immer voraus vor allem. Also war richtig. Ich weiß nicht, ob der Markus Oettinger noch M1 gefahren ist, aber Hans-Georg Bürger mit dem BASF ist gefahren und da waren wir auch bis Donington sind wir. Haben wir eingesetzt, das Auto, auch schöne Zeit mit ihm. Und wo waren wir noch? Natürlich, Monte Carlo. Ja. Also, das waren 48 Autos oder was weiß ich. Und das war ein irres Starterfeld, ne? Die ganzen Formel-1-Fahrer, die da gefahren sind. Halbe Formel-1-Fahrer, ja, und halbe Privatleute. Ja. Und das Schlimmste, oder so ein Geräusch habe ich noch nie gehört. Wenn die ganze M1 Stadt und Ziel in Monaco gefahren sind. Das war lauter wie die Formel 1. Was mit der Tüte, was denn? Das war so ein, ja, so ein trichterförmiger Auspuffrohr, was die gehabt haben. Es war wirklich ja, Augenweide, sage ich mal, für damals, für die Autos. Und wenn du siehst jetzt heutzutage die Autos, die M1, wenn du da reinschaust, da ist ja nichts drin. Mhm. Wenn du vergleichst die Autos von heute, mhm, wie viel Elektronik da ist, ja, und alles mehr. Ne? Das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, mit den ganzen Zerlegen und Zusammenbauen. Und das war wirklich, ja, das einzige Nachteil oder schwaches Teil, was die M1 gehabt haben, das war der Ausrücklager. Der Ausrücklager, der war ja ein Teil, wo ganz neu jetzt entwickelt worden ist, damals, und die Formel 1 gefahren sind, ein Hydraulik-Ausrücklager. Mhm. Also nicht mit Gabel, wie früher, sondern mit Druck. Ja, okay. Und der hat nachgelassen. Also entlüftet und gemacht und getan. Hat, wenn du Pech gehabt hast, dann konntest du natürlich durch die Hitze oder durch die Wärme, hat sich natürlich alles gedehnt, dann hast du natürlich ein leeres Pedal gehabt. Okay. Das war nicht immer, aber ab und zu mal, wenn du nicht aufgepasst hast, hat sich immer ein bisschen Luft da rein geschmuggelt. Und dann hast du natürlich ja keine Chance. Ja, auf jeden Fall 82, dann hat es geheißen, ja, was machen wir, weil M1 sind wir da gefahren und dann kam noch, genau, da kam noch der Gruppe 5 M1 von Sauber und super schön, ich meine, das Auto war augenweite, wie das gemacht worden ist und von der Technik. Ja, nichts Überragendes, aber das hat funktioniert. Das Auto. Und da sind wir mit dem nach Südafrika. Ja, richtig. Das war einer der größten Unfälle von Stritzel. Ne? Machen wir mal. Wenn du das Auto gesehen hättest, der war bis da, war weg, alles vorne. Mhm. Die Füße waren draußen. Weißt du, was er gehabt hat? Nasenbeinbruch. Ja. Durch einen Pylone, wo der durch den Helm durch. Kannst du dir vorstellen? Mhm. Das war ein zweiter Geburtstag für ihn. Ja, aber das war ja natürlich ja, der Grund, warum er rausgeflogen ist, weil ein Sturm gekommen ist.
Abends, das war nachts, das war 9 Stunden Rennen von Kialami. Und dann ist, und das war die Zeit, Regenzeit in Südafrika, November. Und da sind wir dort gewesen, ja. Und da kam ein Sturm auf und das ganze Sand auf die Rennstrecke. Und da kam man da angeflogen und das war erledigt. Beim Lancia sind wir auch stehen geblieben, da war Zylinderkopfdichtung. Ja, das war, sag ich mal, keine gute Sache da unten in Südafrika, aber okay, Erlebnis. Gehört auch dazu, ne? Gehört dazu. Stärkt genau. Den Charakter. Auch genau mal zu so verlieren. Ist es, so sage ich auch. Ja. Ja, auf jeden Fall 82 kam dann die Krise, wo natürlich der Schneider die Firma verkaufen musste. Hm. Und im September kam der Val di Bron und hat die Firma gekauft. Also es wurde eigentlich immer besser für dich, ne? Val di Bron, Mensch, der war ja vorher schon Bezahlfahrer eigentlich. Ja, ab und zu war nicht unbedingt bei GS, sondern bei Schnitzer. Der war die ganze Zeit bei Schnitzer und dann ist er zu uns gekommen, sagte, ja, alles geeinigt, alles gekauft, also sauber, weil die gute Freunde waren oder sind noch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, der Sauber baut für uns in Gruppe C. Und das war die Gruppe C mit den Delta-Flügeln. Mhm. BASF, weißt du, mit dem Chrysanthin da. Mhm. Auf jeden Fall haben wir das Auto und wir waren sehr oft in Zürich wegen Zusammenbauen und Fertigstellen. Und dann haben wir das Auto bekommen in Freiburg. Und dann ist es lackiert worden und dann haben wir den eingesetzt. 1000 Kilometer Rennen Nürburgring und keine gute Folge gehabt, keine gute Erfahrung gemacht mit dem Fahrzeug, weil das Fahrzeug hat den Cosworth-Motor bekommen. Laut Reglement konnten wir den Formel 1-Motor einsetzen, nicht aber 3,3 Liter, sondern 3 Liter. Also Cosworth hat den Motor reduziert auf 3 Liter, aber die haben eine Sache nicht bedenkt, dass der Motor wahnsinnige Vibration aufgebaut hat. Mhm. Und ich dachte eins, wenn das Auto in die Box reingekommen sind, Handschuhe. Sonst hast du die Spreißel in den Finger gehabt. Das Auto oder die Karosse, besser gesagt, es war die erste Karosse, wo der Sauber mit Kohlefaser Sandwich gemacht hat. Kohlefaser und diese Sandwich, also diese Papiergeschichte, so, ja, wo eingesetzt hat als Verstärkung. Und das war die erste Karosse, wo auf Kohlefaser, auf dieses System mit Kohlefaser und Sandwich gebaut hat. Mhm. Nur durch diese ganze Vibration hat die Karosse sich komplett kaputt vibriert. Unglaublich. Wenn du das, also der Flügel, also der hintere Heck, wenn du da runtergemacht, wenn du keinen Handschuh gehabt hast, hast du bestimmt irgendwas drin gehabt. Auf jeden Fall. Die ganzen Spitzen Splitter an den Fingern. Ja, weil das vibriert, ja, weißt du. Ja, und dann bricht das, wird das brüchig. Dann bricht, genau, ja. Und dann muss es natürlich anschauen. Nicht, ja, nicht vergessen, ohne anschauen. Ja. Auf jeden Fall sind wir immer, ja, Erfahrung gesammelt und wie kann man das machen und besser. Und, aber auf jeden Fall, der Motor hat nicht ausgehalten. Entweder ist die Kopfdichtung kaputt gegangen oder ist zu heiß geworden oder wir sind nie die Rennen zu Ende gefahren. Mhm. So, und dann kommen wir natürlich an in Le Mans. Mit dem Auto und Stuck nicht mehr zurückgekommen, irgendwann um 11 Uhr abends war das so und jetzt habe ich die Schnauze voll, sagt der Waldi. Waldi Brun. Wo ist die Porsche LKW? Ist das sofort der Porsche LKW? Hat unterschrieben. 956. Ja. Oh, da waren wir froh, da haben wir gesagt, oh, super geil. Und dann haben wir das erste Auto eingesetzt, 84, in Spa. Natürlich mit wenig Sponsor, Legimoli und das, okay, das war der Anfang der Start, sage ich mal. Wer ist da gefahren? Der Jochen Maas ist gefahren damals, das war ein kleiner, Terry Butzen, glaube ich, ist gefahren. Also auf jeden Fall. Und weil die Brun selber Walde, auch. Ne? Er selber, ja. Genau. Ja, genau. Er selber ist auch gefahren. Also war schön, sage ich mal. Die erste Fahrt war okay. Und dann sind wir natürlich immer mehr und mehr gekommen. Und 83 war eine Erfahrungsgeschichte, wo wir gesammelt haben. Und dann 84 natürlich genau das Gleiche.
wo natürlich Sponsoren gekommen sind, das zweite Auto gekommen ist. Ich glaube, 84 ist das zweite Auto gekommen, wo wir eingesetzt haben. Und, und dann irgendwann kam Massimo Sigala und Oscar Larauri. Und der Massimo Sigala hat ja gute Sponsoren gehabt. Torno und Gufanti und noch eine Firma, wo der Spanier mitgebracht hat, Jesus Pereja. Der ist jetzt im Moment Rennleiter auf der Rennstrecke in Madrid. Ich glaube, Jarama, der ist der Leiter da von der Rennstrecke. Ab und zu mal telefoniere ich mit ihm. Ja, und da sind die gekommen und dann haben wir die Autos so eingesetzt. Langstrecke-mäßig haben wir das Beste daraus gemacht, ob das mit dem Tank war, ob das die ganze Einsatz war. Und der Waldi hat natürlich ja versucht, die beste Fahrer zu bekommen. Und da kam der Stefan natürlich, wo wahnsinnig sich geärgert hat bei Porsche Werk. Und dann kam er bei uns und dann, ja. Und ja, in Spa 85 war das, gell? 85 war das in Spa, wo das passiert ist. Schade, weil er ist ja kein Blöder gewesen. Er ist ja wirklich, er hat für den Motorsport gelebt, so wie jeder gute Rennfahrer, sage ich mal. Er hat ein Interview gehabt den Tag davor, vom Rennen, und hat er gesagt, wer da unten überholt, Selbstmörder. Und was macht er? Überholt, da unten. Mann! Habe ich gedacht, das kann nicht sein, aber das hat ihn wahnsinnig gefuchst. Und ich denke, dass jeder Rennfahrer das gemacht hätte, wenn er nicht nirgends vorbeikommt, weil die waren ja wirklich, meine, die Autos von der Leistung waren die gleiche. Ja. Also du konntest nur ihn verarschen. Aber ein X, den kannst du nicht unbedingt so locker leicht verarschen darüber. Aber es ist passiert. Das war natürlich ein Riesenschock für alle. Was da passiert ist, aber gut, der Rennsport geht immer weiter. Mhm. Du hast ja auch Markus Höttinger und Hans-Georg Börger, genau. Die sind ja auch schon vorher tödlich verunglückt. Ne? Genau, und das ist auch eine Sache, die dich natürlich mitnimmt, weil vergiss nicht, der Manfred war genau das Gleiche. Ja, natürlich, Manfred Winkelhock auch noch. Ja. Genau, und das ist das seine Rennen, wo wir in Amerika nicht dort gewesen sind, wo dieser Unfall war in Montreal. Mhm. Da waren wir nicht dabei bei dieser Rennen. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, als Rennfahrer ist eine Sache, wo du in der Tasche hast. Mhm. Heutzutage, sagen wir mal weniger, durch die ganze Technik, durch die ganze Sicherheit, was die aufgemacht haben, finde ich super geil, wie die Leute abgesichert sind. Ich finde es immer noch wahnsinnig, wie die Rallye-Fahrer fahren. Unvorstellbar, mit das ist kein Auto für mich. Das ist, eine Karosse und ein bisschen Strebe, wo die Sicherheit ist, kann ich schlecht was sagen, aber auf jeden Fall, ich hoffe, dass die immer gut abgesichert sind vom Rollbar. Aber ist so. Ja, auf jeden Fall 85 das größte Drama und dann 86 sind wir natürlich ja... Der größte Sieg. Genau. Da hat das gereicht mit... Deutscher Meister, Europameister und Weltmeister. Unglaublich. Als erstes Privatteam. Privatteam, genau. Ja. Und Privatteam gegenüber Werk Jaguar und gegenüber Porsche natürlich. Ja, klar. Das war ein Riesengenugtuung. Und ich fand das natürlich auch eine Sache, wo der Waldi Brun mit Peter Reinisch immer sich geeinigt haben, sagen wir mal, dass er gesagt hat, Jarama, ihr bleibt eine Woche länger da, auf meine Kosten. Südafrika, ihr bleibt eine Woche länger da, auf meine Kosten. Es ist heutzutage ein Traum von jedem, dass der Chef kommt und sagt, du bleibst eine Woche da. Auch du hast ja eben schon gesagt, Waldi Brun war vielleicht mit deine beste Zeit. Wenn nicht die beste Zeit, das sagt Striezel Stuck, das sagt eigentlich jeder, der da war. Ne? Also Peter Reinisch hatte ich auch schon zu Gast, der schwärmt heute noch davon. Wie war die Zeit, ja, außerhalb des Urlaubs? Also ich meine, Waldi Brun ist natürlich auch so ein bunter Vogel. Ja, auf jeden Fall, der war, er hat seine Sache gut gemacht, auch als Rennfahrer. Ich meine, der war nicht der Top-Schnellfahrer, aber der hat seine Übung oder seine Sache gut geübt. Sobald das Auto
gut gestanden ist, und das war natürlich der Oskar Larauli, der dafür immer zuständig war, das Auto hinzustellen, dass die Jungs schnell sind. Mhm. Und das hat er immer so hingestellt, der Jesus Pereja, der war nicht schnell. Hättest du ihn im Auto reingesetzt, sagte er, du sag, was das Auto macht. Aber das Auto eingestellt vom Oskar, Massimo und Jesus, genauso schnell wie der Oskar. Okay, also siehst du. Also das war schon top, ja. Sagen wir mal. Ja, 86, wo waren wir da? In Jarama, nein, Jerez. Jerez, ja. Wo die Jaguars sich gegenseitig abgeschossen haben. Also, wir kommen da an, natürlich auf Walkinshow mit seiner Jaguar, mit seinem Chive und Brancatelli und alle Vögel, wo wir schon kennengelernt haben und wirklich, ja, eine Sache für sich sind, haben wir die Autos in den Jaguars gestellt. Ein, zwei Jaguar und wir waren dahinter. Mit Mosca und Jelinski. Frank Jelinski. Frank Jelinski, ja. Genau. Also der Start geht los, super geil, alle unterwegs, erste Kurve, alle drei Jaguar draußen. Das war was passiert da. Wo sind unsere Autos? Natürlich, ja, das sind bestimmt, ja, Oskar ist bestimmt Mitte durch. Nee. Chive und Brancatelli haben sich gegenseitig abgeschossen. Okay, gut, okay. Und dann sind unsere Autos noch ganz. Da sind die gefahren und gefahren, da haben wir natürlich das Rennen gewonnen. Das war super, super geil. Das war gut, ja. Tom Walkinshaw, war der gut drauf? Also ich glaube weniger. Wie hast du den so empfunden? Ich meine, der muss ja auch rumgetrickst haben, das gibt es kein Morgen, oder? Das ist einfach ein Trickser. Ja. Weißt du, der Walkinshaw, der ist wirklich ein. Der ist auch beim Motorsport über alles. Also, und wenn er dich. Ich möchte nicht sagen linken, aber sich auch was ausgedacht hat, wo nicht unbedingt jeder da drauf kommt, hat das gemacht. So habe ich das gesehen. Und Achtung von Porsche, dass mit den guten Leuten, die gehabt haben, ob es Wolek war oder Jack Hicks war, und dann haben sie noch die Engländer noch gehabt. Derek Bell, genau. Legende, also ein super geiler Fahrer. Und trotzdem sind wir immer ein bisschen davor gewesen. Und das fand ich gut auch. Und getrickst habt ihr nicht so? Wirklich. Also ich kann dir sagen, das war ja die ganzen Teile, was wir bekommen haben. Und du konntest ja, was willst du machen? Der Motor ist ja von Porsche, ja. Der Turbo ist von denen. Du konntest nur mit dem Ladedruck. Und wenn du mit dem Ladedruck hochgegangen bist, dann ist natürlich... Der Verbrauch hochgegangen. Der konnte natürlich auch gehen. Ja, klar. Und damals hat Kaiser, wir können für den für die Qualifying ein Supermotor bekommen mit dem Ladedruck. Wir sind gefahren mit 1,2 und der Ladedruck war, glaube ich, bei 2 oder so, 1,8 oder 2 oder so. Also wirklich guter Ladedruck, und da hat er wahrscheinlich schon richtig Power gehabt. Aber eine Runde. Valentin Schäfer, Turbo Valentin. Eine Runde, nicht mehr. Ja. Und da ist der Oskar immer mit dem gefahren, Vollgas, und der Waldi natürlich schon. Oskar! Er wollte immer vorne sein. Aber war gut, war schön. Super. Und der Oskar natürlich alles möglich gemacht und alles gut gemacht. Also wirklich, die haben sich auch gut verstanden. Ob was? Der Oskar und der Massimo war, die haben sich gut verstanden. Was war eigentlich genau deine Aufgabe? Also warst du Rennmechaniker oder hast du ein bestimmtes Auto? Ich war hattest, oder? Mein italienisches Auto mit den italienischen Flaggen. War ich der Mechaniker, wo mit dem Fahrer gesprochen habe. Okay, also der verantwortliche Rennmechaniker für das Auto dann quasi. Genau. Ne? Ja. Dann sind noch außer mir noch drei Mechaniker da gewesen, jeder an sein Rad. Der Peter Reinisch war vorne und der Rudi Walsch, der war der Chefmechaniker von alle. Ja, genau. Genau, ja. Der hat dann entschieden, was gemacht wird und oder gesprochen mit dem Fahrer, und dann haben wir das dann zusammen gemacht. Und der vor allem noch die ganze Software immer programmiert, das hat er mir auch gezeigt, diese ganzen Chips und diese Steuergeräte, ne? Da war er relativ früh dabei, ne? Dass er da selber programmiert hat. Genau, aber weißt du, auf die Idee zu kommen, dass dieses Programmgerät das gleiche
was der Waldi Brun gehabt hat. Ja. In der Schweiz. Ja, für seine Automaten. Ne? Um die E-Proms zu brennen. Ne? Genau. Also die kleinen, genau. Ja. Das fand ich super geil. Das fand ich gut. Ja. Nein, das durfte aber auch nicht niemand wissen. Ich meine, das war eine Sache, wo unter uns geblieben ist, oder das hat kaum jemand mitgekriegt, was da war. Aber hat geklappt und das war das Einzige, wo du machen konntest, okay, du gehst auf Risiko ein, das hätte ja auch der Motor auch gehen können. Ja, klar. Und das war, sage ich mal, ja, ein Risiko musst du überall haben. Ein Risiko das musst ist du Motorsport, ne? Du musst ans Limit gehen. Genau, ja. So ist es. Und die schönste Zeit, wo ich dir gesagt habe, das war beim Waldi Brun, wo wir nach Amerika gefahren sind. Da sind wir praktisch 85, 86, 87, die drei Jahre, bis 87. Und das waren die drei schönsten Jahre, wo ich gesagt habe, gut, okay, ich meine, von der Familie habe ich nichts mitbekommen. Der Kleine, der ist immer größer und größer geworden und wir waren immer unterwegs. Und das Schönste ist natürlich, ja, das zu erleben, da drüben in Amerika, wie die Sache verläuft. Rennen ist okay, aber das ist eine ganz andere Mentalität da drüben, eine ganz andere Auto vor allen Dingen, das war nur ein Motor mit zwei Ventilen, nicht vier Ventilen, und nur mit einem Turbo und nicht zwei. Der Turbo war praktisch oben im Motor, und das war, ich fand das schöne Geschichte, was Neues, mit dem ganzen Ladekühler und Lade, und dann haben wir dann den Chef von Andial kennengelernt. Alvin Springer. Letztens hat Peter Reinig mich angerufen, sagte, was denkst du, wer bei mir ist? Keine Ahnung, wer? Da geht ans Telefon. Kennst du mich? Schwer. Wer bist du? Ja, ich bin der Axel. Ah, gut, super geil. Ja, und das war auch eine schöne Zeit, wo ich auch zum Peter gesagt habe, der hat uns verarscht, vergiss das nicht. Er ist nicht unser Freund. Und Alvin hat ja auch ganz früh angefangen, diese ganzen E-Proms auszulesen, ne? Und ja, die Steuergeräte manipuliert und so. Ja, klar. Ja. Und er war immer schneller wie der Zwerg mit seinen Dingen. Ja, genau. Schlitzohr, ja, genau. Ja. Aber das sind ja, ich sage mal, unter uns, das ist Porsche selber daran schuld gewesen, weil die waren einfach zu ehrlich. Die haben einfach die Autos so verkauft und diese E-Prom kann jeder rausnehmen und normalerweise hätten die zumachen müssen. Hätten sie es gießen müssen in Wachs oder was, ne? Oder in, Ja, genau wie Mercedes dann später gemacht hat mit einer ganzen Mutronik, was in den DTM-Fahrzeugen drin war. Kommst du nicht rein? Und nur über Spezialisten. Und das hätten sie machen müssen, aber die haben gesagt, kommt niemand auf die Idee, sowas zu machen. Aber du siehst doch, die Leute, die finden immer einen Weg. Klar. Die, wo begeistert sind vom Motorsport und mit Herz dabei sind. Auf jeden Fall, ob das Miami war natürlich für mich ein schönes Rennen und Ereignis, weil wir natürlich in der Tageszeitung, in der Sonntagstagezeitung vorne gewesen sind, mit schnellste Team aus Europa, schneller wie das Porsche Werk von Holba. Ja, der ist Holba. El Holba? Genau, von Porsche, wo ich glaube, der ist tödlich verunglückt mit seinem Flieger oder so. Auf jeden Fall, der war stinkesauer, dass wir vor ihm gewesen sind. Und der hat so lange versucht und geschaut, dass die Kommissare bei uns sind. Nicht nur eins, sondern ein paar mehr. Dass wir ja alles richtig machen bei dem Boxenstopp. Das hat geheißen, du weißt ja, wie es gelaufen ist mit dem Boxenstopp. Boxenstopp und Qualifying. Also, du musstest praktisch 5 Runden fahren. Oder 4 Runden waren das. Von diesen 4 Runden musst du einmal in die Boxe, Räder wechseln und nochmal 2 Runden fahren. Okay. Und die Gesamtzeit. Die wird genommen. Die wird genommen. So. Dann der Kollege von uns. Wir haben die Räder runter und wieder drauf gemacht. Hat das Rad nicht komplett runter am Boden, sondern mit der Spitze vom Fuß drunter gehabt. Und dann haben sie 5 Sekunden aufgeprobt. Da waren wir 5. oder 4. oder so. Ja, aber
Das sind eben die Kleinigkeiten, wo du dir im Kopf so behältst, sage ich mal. Aber so im Gesamten, sage ich mal, war schön, war gut. Das Einzige, wo ich nicht natürlich als Italiener, wenn du darüber kommst, oder als Europäer, wenn du darüber kommst und das Essen nicht kennenlernst, was machst du da, was isst du da? Okay, da habe ich meinen Hamburger kennengelernt und Coca-Cola. Früher kein Hamburger, kein Coca-Cola, nichts soll. So, dann bin ich immer am Stand gewesen, habe ich gesagt, ja, ich möchte einen Hamburger haben. Aber nur das Fleisch. Ja, warum? Einfach so, nur das Fleisch. Die musste das frisch machen. Weil die anderen waren schon fertig. Ach so, okay. Da habe ich gesagt, ich will nur das Fleisch haben. Okay, gut, dann haben sie immer frisch gemacht und dann ist okay. Und eine Cola und das ist okay, weil du konntest ja natürlich in Amerika, du weißt, wie es ist. Wenn du Wasser trinken tust, das riecht nach Chlor. Ja, stimmt. Das stimmt. Wie die Hühnchen. Und man muss das nicht haben. Wenn du so über die Runde kommen kannst, dann ist okay. Ja, und das war eine schöne Zeit. Amerika, schöne Zeit, war 24 Stunden von Le Mans, wo wir gegenüber von uns, gegenüber der Boxe, hat immer unser Fanclub gestanden. Der Walti Buhn Fanclub. Ja. Mit einer riesen Transparente. In der Mitte Porsche, Emblem. Und links und rechts haben wir damals unterschrieben, ob das die Fahrer, die Mechaniker, alle unterschrieben. Und die Frau von demjenigen, die das Transparent gemacht hat, hat es gestickt. Ach Quatsch. Sagenhaft. Also war wirklich gut und die haben immer gegenüber gestanden. Also, du kommst da an. Das war glaube ich 86, wo wir Zweite geworden sind. Kommen wir da an und es war zu wenig Pestphase da. Da sind wir sehr viel gefahren und da sind wir natürlich ja, wo wir 2 Stunden davor gesehen haben, die Bremsscheibe vorne. Die fangen an zu reißen. Mhm. Und es war der Mango von den Bremsen, die waren ja also nicht gelocht, sondern die waren voll. Als Sicherheit haben wir die damals eingesetzt, also die Gelöschte haben nicht ausgehalten, die 24. Also wir reden von 956, 962. Ja, 62. Ja, genau. Ja, okay. So, und dann haben wir die Vollscheibe drauf gehabt und da musste es natürlich aufpassen, wenn wir nicht zu viel während der 24 Stunden zu viel Phase, wo langsam gefahren sind, wegen Unfall oder wegen irgendwas, dann musstest du die vordere Bremsscheibe wechseln. Also eine Stunde vor Schluss habe ich gesagt, der Risiko müssen wir nicht eingehen, oder Peter Reinig und Waldi, Pauli. Habe ich gesagt, du, das müssen wir machen, weil was denkst du, wenn so ein Ding der explodiert vorne? Also gut, alles vorbereitet. Alle Jungs, alles abgesprochen, wie wir das alles machen müssen. Du weißt ja vorne, sind ja 2 Bremszangen. Eben, ich habe ja wie gesagt gerade wirklich vor unserem Gespräch Norbert Singer getroffen. Und der das auch erzählt, dass eigentlich die Scheiben, die Maßgabe war, die Scheiben mussten die ganzen 24 Stunden halten. Genau. Und dann haben sie die beiden Zangen genommen, damit die Scheibe zwischen der Auflagefläche nicht nochmal zu stark abkühlt. Ne? Damit die Risse da reinkommen. Deswegen haben die beiden Zangen gemacht. Genau. Verrückt eigentlich, was das für eine Feinarbeit war. Genau, also da musstest du natürlich mit dem Kollegen dich absprechen. Was machst du, wie machst du das? Also aufpassen, wenn wir nicht da rumdrehen, dann musst du hinten und ich muss vorne. Ja. Die Zange für die Kolbe zurückzudrücken, du weißt ja, erst auf Kommando zusammendrücken. 1:39 Bremsscheibe gewechselt, Bremsklötze, der Fahrer ist drin geblieben, getankt und weggefahren. Pro Seite oder insgesamt? Insgesamt. Eine Minute 39 für die Bremsscheibe wechseln. Ja. So, die Leute, die haben gestanden, die haben geklatscht, die haben ja, du hast den, ich krieg Gänsehaut immer. Ja, das glaube ich. Das war wirklich, das glaube ich. Das ist ja du musst aber denken, das ist ja praktisch, die Räderwechsel ist ja, also nicht viel langsamer wie die Formel 1. Da waren 4, 5, 6 Sekunden gebraucht oder sowas, für die Räder zu wechseln. Einmal rauf und runter. Also, wenn du die Räder runter tust, dann heißt das praktisch Bremszange. Die Klötze musst du auch runter tun. Das ging natürlich auch schnell, die Klötze runter zu machen. Und dann ging das natürlich auch die Kolben zurückdrücken. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Eben. Dann alles mit Paste einschmieren. Nein, Quatsch. Das muss ich. Nein, das haben wir nicht gemacht. Antiquitschpaste. Ja, genau. Nein, das haben wir nicht gemacht. Ja, aber das war super und ich erzähle das immer und jedem, dass es einfach
eine Sache, wo unter der Haut geht. Ja, absolut. Also wenn man das sieht, wie verbaut das ist, ne? Und wie das aussieht da vorne. Das, ja, das, genau. Und die Dame, wo ich beim Retro Classic gewesen bin und das Auto dann ihr erklärt habe, weil sie war diejenige normalerweise, die mir das Auto erklären sollte. Ja. Dann habe ich die Bilder gezeigt. Ja. Ja, oh, irgendwas stimmt da nicht. Und ja, und das war eine schöne Zeit, sage ich mal. Ja, und dann ging dann die Geschichte weiter. Da kam irgendwann 87 ein Anruf aus Offenbach. Domingo. Ganz kurz, wieso bist du bei Brun raus? Der hat die Formel 1, das wolltest du schon nicht mehr mitmachen? Nein, Formel 1 wollte ich nicht. Okay. Und dann hat es geheißen, dass die Firma in Gundelfingen aufgegeben wird, weil er in Luzern gebaut hat. Und dann haben wir das so gezogen bis 87, dass wir noch ein Auto für IMSA gebaut haben. Ich sage, gut, okay, ich bleibe da, bis das Auto fertig ist. Und da war das Gespräch noch schon mit Domingo. Okay. Weil in der Schweiz wollte ich nicht unbedingt. Wäre schön gewesen, aber nicht unbedingt. Aber ich habe dir eine Sache vergessen zu erzählen, sondern das war jetzt gerade die Zeit, wo der Domingo mich angerufen hat. Nachdem das Auto dann fertig war, das war Ende 87, und da kam wieder das Anruf und da bin ich hier hochgekommen, da habe ich mir das alles angeschaut und aufrecht natürlich, wir brauchen sie, sie müssen hierher kommen. Ist mir egal, was ich war. Und der Domingos, der war damals ja bei AMG Mitarbeiter oder Manager eigentlich. Ne? Der war also verantwortlich für China. Der war verantwortlich für asiatische Länder, für die Autos zu verkaufen. Und der war ja mit jedem gut drauf. Also der war ja mit dem Prinz von Arabien da unten, der war bei Tu. Ja, der, weiß ich auch nicht, der kannte jeden. Ne? Ja, wahnsinnig. Also der hat alle gekannt und wenn er gekommen ist, hat er natürlich ja die Bücher voll gehabt, wie viele Autos gemacht werden müssen. Weil die ganze Araber oder Japaner, also die Farbe, das könnt ihr vergessen, das ist Mercedes-Farbe, wir wollen unsere eigene Farbe haben. Dann ist das Auto komplett zerlegt worden, komplett lackiert worden, wieder zusammen, wieder innen, Innenleder gelb und außen rot und lauter verrückte Sachen. Aber das ist gemacht worden und von AMG und dann rübergeschifft worden und dadurch ist er natürlich auch ja, einer der Punkte, wo groß geworden ist, AMG. Mhm. Auf jeden Fall, es gab eben die Zeit und dann irgendwann hat der Peter Sauber mitbekommen, dass ich wechsle von Brun zu AMG. Peter Sauber am Telefon. Hier ist Sauber. Aha, hallo, ist Sauber. Ich habe gehört, dass Sie wechseln wollen. Ich brauche Sie hier. Schon in der Formel 1. War schon Formel 1, genau, das wolltest du nicht machen. Naja. Oh, habe ich gesagt, das ist Sauber. Ich habe jetzt ein Angebot von AMG bekommen und ich habe fast zugesagt, ist mir egal, ich brauche Sie hier. Sie müssen zu mir kommen. Und dann irgendwann habe ich wirklich Tränen bekommen, da habe ich abgesagt. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, Sauber, aber ich fahre nach Offenbach. Warum nicht so Sauber? Ich weiß nicht, das war mir irgendwie, du hast immer dann gewisse Instinkt. Gefühl, ja. Weißt du, wo du sagst, wäre gerne hingegangen, aber besser dahin. Und dann ist es so, wenn du natürlich verheiratet bist und Kinder hast, dann musst du natürlich sagen, du nicht alleine, sondern was sagt die Frau dazu? Und das war auch eine Sache, wo sie auch gesagt hat damals, also lieber Stuttgart wie Schweiz. Ja gut, und glaube ich, vielleicht noch gar nicht mal das Land, sondern das eine ist ein Privatrennstall, wo man weiß, wie das Geld vernichtet wird. Man hat dann ja auch schon Walti Brun, na gut, das war da noch nicht, aber der ist dann ja auch pleite gegangen. Und GS und AMG war natürlich da schon. Ja. Eine Sache, wo ich sage, gut, okay, das ist jetzt eine neue Serie, DTM und so weiter, dann schauen wir mal, wie man das da hinkriegt. Und dann bin ich am 15. Februar 88 bin ich hier angekommen, habe ich angefangen.
Ja, das war ja der erste Tag angekommen. Ich muss dazu sagen, ich war im November 87 schon mal hier. Da habe ich mir das alles angeschaut. Und dann bin ich durchgelaufen mit einem Verkäufer, wo er gesagt hat, hier ist die Mechanik, hier ist Motorenbau, hier kommen zwei Bühnen. Und das ist der Rennsport. Wir haben zwei Bühnen und zwei Säulebühne und eine Vier-Säule-Bühne zum Vermessen. Ah, okay. So, und dann wurde das entschieden worden ist, dass das dann kommen. Dann bin ich ja praktisch Mitte Februar hier angekommen. Und das war genau so. Also die zwei Bühnen, die Vier-Säule-Bühne zum Vermessen und so zwei Regale für unsere ganze Ersatzteile. Mhm. Und das war's. AMG. Ja. Ja, vielleicht Domingo. Wo ist der LKW? Ah, der Hans Heyer guckt danach. Okay. Hans Heyer, genau, den hast du da auch wieder getroffen. Der war ja damals bei AMG auch ja, genau. Referaten tätig. Ja, genau. Der war auch da und natürlich, ja, wie machen wir, was machen wir? Der war natürlich auch sehr viel involviert mit der ganzen Technik, wie wir das alles machen können. Ich meine, der Anfang war wahnsinnig hart und stark von verschiedenen Meinungen, weißt du, wie man das Auto besser machen könnte, wie das Fahrwerk. Du hast natürlich ja keinen Ingenieur, wo dir was gezeichnet hat. Oder wir hatten damals einen Engländer, wo zufällig über den Hunger, der alte Hunger, gekommen ist und ein paar Sachen gezeichnet hat. Der Hunger hat sich natürlich auch, der alte, hat sich auch sehr, sehr stark gemacht und Teile angefertigt, zum einzubauen, weißt du, ob das Aluteile waren oder Stahlteile oder die Narben. Also er hat uns wahnsinnig unterstützt, muss ich sagen. Ja. Der Dunger, der war ja der Chef bei uns, also der Vorstand, Jürgen war das. Und der Sohn war als Mechaniker und ich war derjenige, der über alles geschaut hat. Okay. Das war, also dein Job war Workshop-Chef sozusagen, genau, ne? Also genau. Und über die Ersatzteile und über das Ganze, das alles da ist. Ja. Und das Equipment, das es da ist. Mhm. Dass der LKW kommt und geschraubt aber. Hast du auch noch, ja? Auch. Hast du den Motor hat Bernd Rammler gemacht, oder? Oder zumindest die Elektronik. Er war involviert. Dran? Ja, ja, okay. Er war involviert, genau. Auf jeden Fall. Er hat die ganze Elektronik gemacht. Ja, eben, meine ich ja. Mit die ganze Applikation, ne, von dem Motor. Mit einem von Mercedes. Mhm. Und die habe ich vor kurzem gebraucht. Okay. Und er hat mich wahnsinnig unterstützt und dann da sind wir auch auf den Nenner gekommen. Also das Auto läuft und das, okay. Also auf jeden Fall, da war der Bernd Rammler da und der Dieter Kamczyk auch als Motorenentwickler waren da und also die haben sich schon viel mehr gegeben. Welche Fahrer hattet ihr? Tja. Was für einen Fahrer nehmen wir denn da? Und der holen wir denn? Und da sagt der Domingo, ich kenne einen. Ein ganz Verrückter. Den holen wir denn? Cec Otto. Also, Cec Otto und dann haben wir noch einen jungen Fahrer gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Der war aber nur kurz da und dann kam der Kurtim. Ja. Wo der nichts gebracht hat. Und der Johnny, der hat sich lang gestreckt. Also wer wirklich. Du kannst dir nicht vorstellen, was der Johnny immer verlangt hat von der Einstellung, Stoßdämpfer-Einstellung. Wir hatten eine Halukiste, so voll mit Dämpfer. Mit jeder Dämpfer mit 5 Kilo Unterschied. Okay. Weil er immer irgendwas anderes... Immer, ja, das muss man die Zugstufe und die Druckstufe, die muss man so ändern und das müsste ich haben und das. Und dann, Higi, du kennst doch die Porsche-Leute. Guck mal, ob dir die Titan-Federn ausleihen, nur zum Probieren. Johnny, wenn ich da rübergehe, weißt du, was die Federn kosten? Eine Feder kostet 3.000 Euro. Ja, das müssen wir nicht kaufen. Guck mal, vielleicht, da bin ich hingegangen und gesagt, wie ist denn das? Kann man das ausprobieren? Und ich glaube damals, das haben wir gar nicht gekauft. Das haben wir dann ausgeliehen bekommen, zum Probieren. Aber irgendwie ist er nicht zurückgekommen, da haben wir wieder zurückgegeben. So, das war Detaim. Bevor wir Detaim und Johnny Cec Otto reden, müssen wir noch vielleicht einen Schritt zurückgehen. M1. Ja, ja. M1,
Johnny Gegotto Einsatz. Der ist gekommen, der hat sich angemeldet. Voll. Koffer mit Geld? hat er bezahlt bei Walti Brun, dass er fahren konnte? Nein, das war der Schneider noch. Ah, der Schneider. Achso, ja, genau. Okay, das war schon lange. Genau, das war Anfang 82. Ja, okay, alles klar. Imola. Können wir noch weit zurück. Denim ist der Hans Heyer gefahren und der ist das BASF-Auto gefahren, glaube ich. Nein, wir hatten noch einen Dieter Quester gehabt, noch mit Alpina Auto. Das Auto habe ich gemacht, ja, zwei, drei Rennen oder so. Auf jeden Fall, Johnny Gegotto ist gefahren und du kannst dir nicht vorstellen, sogar der Hans Heyer hat geguckt, sagte, ja super, wie er die Bremse eingefahren hat, sprich für ihn. Ja, schon absolut. Von Zweirad absolut. Auf Vierrad, das erste Mal, ja, wo er auf vier Räder gefahren ist, war er bei uns bei M1. Tatsächlich, da hast du quasi seine Autokarriere, die Wurzeln begleitet. Genau. Und da hat er noch als Paydriver, kam er mit dem Geldkoffer an. Mit seinem Sponsor. Ja, klar. Okay. Was hat der Einsatz gekostet? Keine Ahnung. Okay. Ja. Weiß nicht. Auf jeden Fall kam er dann, hat er bezahlt, hat gesagt, hast du zahlen, dann kannst du einsteigen. Auf jeden Fall ist gekommen und er hat sich sehr super geschlagen aus in Monte Carlo. Und und so ging seine Karriere dann weiter. Dann hat es geheißen, gut, okay, wir sind die 88, starten wir mit DTM, Domingo, Johnny, zu uns. Dann ist er bei uns, dann ist er gefahren. Und dann kannst du dir vorstellen, jede Sache, wo ich dir vorhin gesagt habe, hin und her. Aber war anstrengende Zeit, wo wir alles aufgebaut haben, von nichts. Mhm. Und dann Einsatz, hundertprozentig. Alles geben, was wir geben konnten, sage ich mal, von dem, was wir gehabt haben. Ja, wir waren nicht ganz weg, sage ich mal, vom Feld. Wir waren immer mittendrin oder unter die ersten vier, fünf Reihe waren wir immer da zu sehen. Berlin, Avus, das war schon mal später. Da ist der Klaus Ludwig bei uns gefahren, schon. Und auf einmal gerade runter und Schikane und der eine hat die Reifen mitgenommen, voll auf die Scheibe von Klaus Ludwig, so ein Loch in der Scheibe. 15 Minuten Scheibe gewechselt. Das war in der Zeit, wo die zwei Rennen gefahren worden sind, weißt du? Ja, ja, genau. Das ist ja, wo auch der Quester auf dem Dach da übers Ziel gerutscht ist und das zweite Rennen gleich wieder mitfahren wollte. Ne? Genau, genau. Ja, und dann haben wir innerhalb 15 Minuten die Scheibe gewechselt. Das war ja auch so ein Ding. Ja. Du hast ja nicht da oben auf der Box die Frontscheibe. Nee. Du musst runterrennen. Ja, beeindruckend. Ja, und es ging dann weiter, wo ich dann leider 92 krank geworden bin. Und da musste ich wieder zurücktreten, weil ich war zwei Monate weg. Und nachdem ich dann wiedergekommen bin, dann hat der Gerd Unger und Hans-Jürgen Matthijs haben die Regie übernommen von alles. Und als Vorstand dann 1 und 2 haben das alles geführt. Und nachdem ich gekommen bin, dann konnte ich praktisch für die Werkstatt immer da sein und den Fuhrpark schauen, Facility komplett, wenn wir was umgebaut haben. Aber grundsätzlich war praktisch für die Renneinsätze. Dass alles da war und alles eingesetzt worden ist. Und ja, und das war auch eine interessante Sache, vor allen Dingen, dass die LKWs gebaut worden sind, so wie wir das haben wollten. Also ich war vormittags war ich in der Firma und nachmittags Schwarzwald. Firma Schuler, das ist ja die Firma, die für uns von Anfang an die LKWs gebaut hat. Ja, okay. Bis heute haben wir noch Kontakt mit denen. Ich persönlich auch mit dem Willi Schuler, mit dem Chef, wo wir damals, wo wir angefangen haben, die haben Pferdetransporter gebaut. Ja, okay. Also das ist ja dicht dran eigentlich, ne? Also und ja, und dann sagt er aufrecht, sagt er zu dem Chef von Willi Schuler, der war der Meister, ist mir egal, ob ihr Pferdetransporter baut oder nicht, ich brauche einen Renntransporter und das baut ihr mir. So, und dann kommt der Egi runter und er sagt euch, wie das gebaut werden muss. Nachdem wir den LKW von Hans Heyer dann
irgendwann entsorgen mussten. Weil den Bus? Ja, genau. Nein, nicht den Bus. Ach so, da hatten wir zwischendurch schon nochmal LKW, genau, von ihm. LKW. Alles klar. Und der Bus wollte uns vorbeibringen, da hat er aufrecht gesagt, den brauchen wir nicht. Wir brauchen einen LKW, wozu ist. Auf jeden Fall bin ich da runtergefahren und dann hat der Willi Schuler in der Firma, wo die Pferdetransporter gebaut worden sind, hat er Renntransporter gebaut. So wie wir das haben wollten. Okay. Und das war wirklich, muss man auch sagen, von der Qualität, was die eingesetzt haben damals, für das LKW aufzubauen, die laufen bis heute noch. So gut. Unvorstellbar. Wir haben auch bei der Firma Schuler haben wir den ersten Küchen-LKW gebaut. Und diese Sonderfahrzeugbau sind natürlich ja die, die Celga GTR gebaut worden, wo wir damals schon die Entwicklung in der alte Gebäude gemacht haben, wo wir noch drüber. Aber eins muss ich noch sagen, bevor wir da auf 2007 kommen. 1999 hat der Chef natürlich schon davor den Gedanken gehabt, AMG zu verkaufen. An Mercedes natürlich. Und Mercedes sagte, gut, okay, haben sie sich dann vereinbart und wie viel und was weiß ich, aber der Rennsport nicht. Also der Rennsport ist praktisch bei ihm geblieben und das ganze AMG-Geschäft ist zu Mercedes. Ja, okay. Die waren damals, wo wir ausgestiegen sind, 2000 sind wir praktisch rübergegangen. Für uns hat die alte Reitanlage, hat er umgebaut. Als Werkstatt und Bürotrakt. Das ist das, wo wir da sind noch. Und davor, bevor er das umgebaut hat, hat 1995 eine riesengroße Reitanlage gebaut, 200 Meter weiter, auf dem Hügel, wo er die Erfahrung gesammelt hat während der Jahre, dass die Pferde natürlich schön wäre, wenn die nicht rausgehen, auch im Winter nicht, dass sie immer im Gebäude drin sind. Ob das die Longierhalle ist oder die Reithalle ist, ob das diese Zirkel... Voltigier. Genau, ja. wo er da drin ist. Alles praktisch, alle im Raum. Ja. Drin. Und das hat er dann gebaut, da sind die umgezogen, die Pferde. Und da waren 40 Stellplätze da oben. Also nicht alle eigene, sind ja natürlich die Leute, wo unterstellen auch sehr viele. Und das Werk ist praktisch umgebaut worden als Werkstatt, oder das ist die Reitanlage als Werkstatt umgebaut worden als Bürotrakt. Und die Reitanlage war von Hans-Werner Aufrecht, oder? Ja, ja, der hat geritten. Ja. Ja, okay. Weil damals, wo ich 88 gekommen bin, das war vorne die eine Halle und hinter dieser Halle, da war die erste Reithalle, wo er gehabt hat. Okay. Ein wirklich aufregendes Leben, ne? Was man da so im Rennsport erlebt. Und vor allem, wie du, ich will jetzt nicht sagen wie Hans im Glück, aber wie du immer an so tolle Rennstalle gekommen bist. Ne? Und eigentlich durch, nicht Zufälle, aber irgendwie lernt man da immer einen kennen. Und jetzt haben wir mal so einen ganzen Weg miterlebt von Alpha Fox und Alpha Sud bis hin zu Walti Brun und AMG dann zum Schluss. Ne? Wahnsinnig, wahnsinnig. Hätte ich mir nie vorgestellt. So als, ich kannte schon, wo ich bei Alpha war, AMG, ja, sag mir was, aber AMG. Ja, aber da war es ja noch nicht so groß. Ne? Also jetzt ist das ja, wie viele Leute arbeiten da jetzt? Das ist ja fies, also bei AMG sind jetzt 2.500 Leute. Müssen wir vorstellen. Ne? Und bei uns sind 250. Ja. Und wir sind da rausgegangen mit, genau das wollte ich dir sagen, mit 400 Leute waren bei AMG und 100 Leute sind rübergekommen zu uns. Also von 100 sind wir 250. Natürlich darf man nicht vergleichen, weil AMG, die macht ja die ganze Entwicklung von den GTR. GT-Fahrzeuge. Ja, natürlich. Und von der Produktion haben die jetzt, ne? Ja, $2.500, ist ja schon ein Wort. Ja, und so ging das weiter. Und ich war immer stolz, die Leute immer zu führen, wenn eine Führung da war, denen zu zeigen, was wir seit 88 eingestellt haben. Ja, das glaube ich. Ja. Und jetzt muss ich mal sagen, dass natürlich nachdem DTM und Mercedes zurückgegangen ist und dann mit dem Aston Martin, da es nicht so glücklich gelaufen ist, hat viel von diesem AMG Spirit verloren. Ja. Ja, weil es sind ja die ganze Sache, wo wir uns selbstständig gemacht hat, verkauft worden. Maschinen, Autoklaven, die ganzen Leute, wo was vom Kohlefaser
verstanden haben, sind weg. Weißt du? Die Leute, wo gedreht, gefräst haben, mit Maschine sind weg. Und das war eine Sache, wo wirklich, du konntest alles machen bei uns, alles. Das ganze Auto komplett. Und deshalb, sage ich mal, ist entstanden dieses CLK GTR mit wirklich sehr viel Mühe und ein Auto, der wahnsinnig Potenzial gehabt hat. Mhm. Ein Auto, wo von vornherein gelungen ist. Wenn du dich erinnern kannst, da an den Sackspit Ford, wie er da gefahren ist und so weiter, das war ja kein normaler Zustand und wir sind alle um die Ohren gefahren. Ja, die sind ja alle davon gefahren, sind wir. Ja, war schön. Vor allen Dingen, wir haben ja auch gute Leute gehabt und gute Entwickler gehabt, sage ich mal. Klaus Ludwig, wieder einen guten Fahrer, ne? Ja. Der da Bart. Weltmeister geworden ist in der GT. Ja, und Bernd Schneider. Bernd Schneider, nicht vergessen. Hm. Er war ja natürlich ja wahnsinnig, was der gefahren hat mit dem DTM-Fahrzeuge. Ob das der Roland Dasch war, ob das die anderen sind, wo gefahren sind, richtig alle gut ab. Ja. Natürlich immer mit dem Hinterkopf, der Alte ist da. Weißt du, er hat nicht uns einfach schaffen lassen. Der war immer dahinter. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang, da kam er mit seinem Jogginganzug runter um 11 Uhr nachts. Wie weit seid ihr? Ja, wir müssen noch, das eine Auto haben wir schon fertig gemacht. Ist schon eingeladen und das wollen wir gerade einladen. Habt ihr das auch geändert, genauso wie das andere? Nein. Runter, umändern. So ist es, wenn der Chef immer vor Ort ist, ne? 11 Uhr. Um 4 Uhr morgens waren wir fertig. Auto weg, wir nach Hause, geduscht, überkriegt. Auch los, ne? Naja, Wahnsinn. Das kann sich keiner vorstellen. Heutzutage die ganzen Regeln, wenn du bedenkst, die können nicht mehr wie 10 Stunden schaffen. Oder wenn derjenige eingeteilt ist zum Fahren für seine Kollegen, das geht ja nicht, der hat ja gearbeitet, du kannst ja nicht fahren. Und Datenschutz, ja, ich verstehe, wo wir hinkommen. Wir machen uns heute wirklich heute ist das anders, ne? Kaputt. Ja. Ja, das stimmt. Es ist kein Rennsport mehr, es ist ja nur ein Geschäft. Hm. Es war natürlich immer schon so ein bisschen Geschäft, aber ich glaube, heute sind das alles Geschäfte mit weniger Handschlag und mehr seitenlangen Verträgen. Ne? Ja, ja. Also ich meine, auch damals Jägermeister als Sponsor, Ecki Schönf ist ja auch mit dem Geldkoffer rumgelaufen. Und im Endeffekt war es ja auch ein Geschäft dahinter. Aber es war damals irgendwie charmanter, ne? Ja, ja, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber du hast die tollste Zeit miterlebt. Wirklich. Wirklich die Kernzeit. Ich bin froh drüber und ich sage immer zu meinem Sohn, und das hat er auch miterlebt, weil er hat immer am Rande immer das Ganze mitbekommen. Und dann habe ich auch sehr viel mitgenommen, überall. Und dadurch, dass ich nicht mehr auf die Rennstrecke gefahren bin, konnte ich mich natürlich auf meinen Sohn 100% befassen. Ja. Weil wir sind ja auch Go-Kart gefahren, wir sind ja die Deutsche Meisterschaft ein paar Rennen gefahren, Europameister sind wir gefahren, aber natürlich, wenn du keinen Sponsor hast. Das ist ja also auch schon kostenmäßig im sechsstelligen Bereich langsam. Wahnsinn, ja. Jetzt schon zu meiner letzten Frage. Also auf die letzte Frage, die letzten 50 Liter Sprit. Wenn das Rohöl ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter, in welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die verfahren? Spa-Francorchamps. In welchem Auto? Mein GT3, Porsche. Ein aktueller, 992? Aktuell, oder? Ja, genau. Okay. Ich bin nämlich gefahren mit dem, ja. Auch in Porsche. Ja. Runter, also wirklich geil. Und Spa-Francorchamps ist so eine Strecke, die du einfach magst ich von der Erinnerung, das, ja. Ich finde es, es hat einen gewissen Kick. Absolut eingewiesen. Das ist schon darunter wieder rauf, das ist ein Erlebnis. Ja. Ein Erlebnis, der wahnsinnig gefährlich ist, aber das hast du nirgends. Mhm. So was. Mhm. Monza sehr schnell. Hockenheim langweilig. Mhm. Nürburgring. Darf man keinen Fehler machen? Darfst du nicht. Nein, das stimmt. Aber das war meine Anfangszeit. Weißt du, Hockenheim, Nürburgring, Zoldan. Das waren die drei Rennstrecke, wo Mainz finde nicht vergessen. Die wollte gerade sagen, also die Heimrennstrecke. Und damals, wo wir gefahren sind, in Mainz finden, da ist der Motor hochgegangen. So eine Scheiße. Aber ihr hattet jetzt nicht weit bis zum Lager, wo vielleicht noch ein neuer lag.
Nein, weißt du was? Das habe ich dir noch vergessen zu sagen. Am Nürburgring sind wir ja gefahren. Und da war der Joe Weber, der bei uns gefahren ist. Und beim ersten Training ist der Motor hochgegangen. Ploll raus. Oh Gott, da leg ich mich mal. Was hast du sich verschaltet? Keine Ahnung, auf der Gerade, bomb. Ja. Was machen? Okay. Auto aufgeladen, nach München Gladbach gefahren. Zu demjenigen, der den Motor gemacht hat. Von zwei Motoren haben wir einen Motor gemacht. Das war ja nachts, also von Freitag auf Samstag. Weil Samstag war noch die Qualifying und da musste man schon dort sein. Also, von Freitag, wo vom freies Training, da sind wir rübergefahren, die ganze Nacht geschafft, von zwei Motoren einen Motor gemacht, der gleiche, der hat ja selber geschraubt auch. Und Motor eingebaut, rote Kennzeichen, normaler Auspuff, Regenreifen und auf, von München Gladbach nach Nürburgring. Und da der Joe Weber, ist er auch dabei gewesen, hat er den Motor eingefahren. Und mit dem Motor sind wir bis zum Schluss gefahren. Wie man es früher gemacht hat. Ne? Das kannst du dir vorstellen. Nee. Heutzutage, die unglaublich, sagen, das weiß, ja. Das macht kein Mensch. Echt Wahnsinn, ne? Ja, und das sind eben so manche Erinnerungen, wo ich meine Jungs auch in der Firma sage, das war einfach. Ich möchte nicht sagen, früher war besser, um Gottes Wille. Früher war das die Zeit und jetzt ist das die Zeit. Ja, genau. Ja, spannend. Wirklich spannend. Ja. Ganz, ganz tolle Geschichten aus einer fantastischen Zeit. Iggy. Ich habe dir wahnsinnig viel Zeit gestohlen, oder? Ich habe dir die Zeit gestohlen. Nein, aber das gerne gemacht. Und habe ich zu viel versprochen? Das war Iggy Dinotto und das war die alte Schule für heute. Jetzt könnt ihr ja nochmal die Folgen der eben erwähnten Wegbegleiter von Iggy anhören. Ob Striezel Stuck, Rainer Braun, Hans Heyer, Walter Röhrl, Peter Reinisch, Rudi Walch und natürlich Walti Brun selbst. Sie alle waren auch schon bei mir zu Gast. An den restlichen Namen arbeite ich noch. Versprochen. Und wenn ihr die alte Schule abonniert, werdet ihr es auf keinen Fall verpassen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.